Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Super Mario Galaxy 2. In der heutigen Folge wollen wir alle Grünsteine in Welt S sammeln. Die Pixel Mario Galaxy. Stimmt auch noch ein Fact, in jedem Level wird es halt auch nur 2 Grünsteine geben. Das ist das Gefühl, dass die Verstecke auch nicht wirklich, ja, gut sein werden hier, weil die Galaxien immer etwas kleiner waren sogar. Ja, auf den ersten Blick sehe ich jetzt tatsächlich keinen grünen Stern. Ich denke mal, einer wird unter irgendeiner Plattform sein, die sich dort fallen lassen müsste. Aber werden es vielleicht sogar beides sein? Ich weiß gerade gar nicht. Ah ja, da ist einer. Perfekt, in der Ecke hier haben wir den. Und ich habe gerade schon gesehen im Hintergrund, da hinten ist halt der nächste. Also das Ganze müsste sich eigentlich irgendwo hier hinten befinden. Und da ist er auch schon. Einfach auch am einfachsten fallen lassen. Wir haben ihn jetzt so geholt. Ich denke aber, die nächsten Grünsteine werden um einiges schwieriger. Achterbahn-Galaxie. Oh no. Hier muss man halt sehr schnell reagieren, wenn man den sieht. Und dann ihn zu holen wird nicht so einfach. Okay, ganz am Ende ist einer. Da muss ich mich aber auch fallen lassen. Aus meiner Erinnerung weiß ich sogar, wo der erste ist. Hier, diesmal müssen wir eben hier den linken Weg nehmen. Im originalen Durchlauf haben wir immer den rechten genommen wegen der Kometenmünze. Ganz viele Bob-Bombs, ein ganz schmaler Weg und die Sprungkraft hat nicht gewirkt, weil ich am Runterfallen war. Ja, da war er aber. Und das ist mehr oder weniger der Stern. Ich versuche jetzt auf jeden Fall den zweiten Mal in dem Versuch noch zu bekommen. Aber es ist so schwierig mit der Steuerung auf diesem schmalen Weg, das ist halt asozial. Der zweite Grünstein ist halt wirklich so gut wie am Ende. Boah, ich kriege ja gar nicht die Kurve. Was ich noch probieren könnte, ist von hier jetzt irgendwie runter zu springen, aber wird wahrscheinlich nicht gehen. Nee, da braucht man viel mehr Anschwung, wenn dann. Man braucht ja auch irgendwo Speed, weil man sonst das nicht hinbekommt. Ey, das springt nicht mal bei mir. Ich komme nicht mal zum Sprung. Ey, ich glaube, in der Galaxie kracht es richtig mit dem grünen Stern. Oh mein Gott, jetzt habe ich nicht mal einen Versuch gehabt, oder wie? Scheiß Bob-Bomb. Was? Ich bin durch den Stern gefallen? WTF, was ist das? Betrug? Boah, Junge, jetzt habe ich zumindest mal den Sprung geschafft, aber das zu treffen ist halt asozial. Ich habe das Gefühl, da werde ich länger dran brauchen, an beiden Sternen. Boah, ich habe es mal probiert, vielleicht mit dem Sprung rein, weil ich habe sonst gar keinen Plan, wie ich das machen soll. Weil ich kann ja auch kein Speed rausnehmen, aber ich treffe diesen Stern nicht. Was? Oh mein Gott, wie knapp war das denn jetzt gerade? Oh mein Gott, yes, wir haben zumindest den ersten jetzt. Oh, let's go, endlich. Dann gehen wir als nächstes in die Rollbalken-Galaxie. Darauf freue ich mich. Die ist eigentlich ganz cool. Oh, da war einer. Ah, mit der Wolkenblume. Einfach ins Nichts springen. Und direkt der nächste habe ich auch schon erblickt. Das gleiche Spiel. So, dann holen wir jetzt erstmal den ersten Stern ab. Die sind jetzt mindestens mal sehr angenehm. Oh, ich glaube, eine Wolke reicht dann nicht aus. Oder ich mache einen sehr risky Jump. Ich glaube, ich entscheide mich für einen risky Jump. Und er hat auch geglückt. Dann gehen wir jetzt in die Trümmer-Tornado-Galaxie und da gibt es eigentlich kaum Verstecke. Ah, ja, da habe ich einen gesehen, aber der ist irgendwie mitten im Nichts. Ah, ich sehe beide, die sind beide relativ am Ende. Der Stern, wo ich gesagt habe, der ist mitten im Nichts. Ja, muss hier mit einem Triple Jump geholt werden. Problem ist halt nur dieser kleine Block hier und ich habe es auch nicht geschafft und bin damit direkt tot. Okay, vielleicht muss ich auch irgendwie mit dem arbeiten, weil ich kriege es mit dem Dreisprung fast gar nicht hin, obwohl ich Luigi bin. Noch an dieser komischen Kurve hier liegen. Boah, Rückwärtshaltung könnte auch gehen. Ich muss echt mit diesem Ding hier arbeiten, um auf den zu landen. Boah, aber dann brauchen sie auf jeden Fall die Zeit auf langsam stellen. Oh, finally! Mit dem Dreisprung hat es das doch am Ende geklappt. Ey, der Zeitquinschel ist einfach mitten in der Luft. Soll ich das einfach im Weitsprung probieren? Aber an welcher Stelle? Ich probiere es mal von hier. Das geht gar nicht. Eher von der Ecke dort. Also probieren wir es mal. Let's go. Oh, das sieht gut aus. Das war richtig gut. Machen wir weiter in der Bossparade. Ja, okay. Da bin ich gespannt, wo die versteckt sind. Ich hoffe nicht so unkreativ wie in diesem Gegnerwasch. Der Baum ein von diesem Maulwurf. Ja, es sind zum Glück hier nur 2 Sterne eben. Aber trotzdem muss man halt jeden Bosskampf machen, was jetzt beim zweiten Mal um einiges nerviger wird. Hier kann ich zumindest den easy mal abholen. Hier auf dem Geisterarena ist der letzte Grünstern. Nur halt mitten im Bosskampf den holen, aber das wird schon, weil da muss ich einfach noch von der Plattform hier runterspringen. Und haben wir den schon. Dann machen wir die letzten grünen Sterne hier in der Schüttelschieber-Galaxie. Da ist er direkt. Einfach von da oben jetzt runterspringen. Müsste der Way to Go sein. Oh, probieren wir mal. Der Winkel muss noch stürmen und das hat er auch. Warum tun im zweiten grünen Stern die Schatten-Marios auftauchen? Das sind eigentlich nur mit Kometen da. Das ist weird, macht die ganze Sache auch ein bisschen schwerer, den dann auch finden, ne? Man sich nicht umschauen kann, aber ich krieg das schon hin. Ah, da ist er.
springen, kriege ich jetzt aber relativ easy. Damit haben wir jetzt alle grünen Sterne nicht nur in Welt S, sondern im kompletten Game. Damit wäre das Spiel fast durch. Es gibt noch eine Sache, die man machen muss, die wir jetzt freischalten, ne? Eine weitere finale Galaxie, welche zu den schwersten Leveln in ganz Mario gehört. Diese befindet sich eben hier, Hüpffeld Galaxie. Das ist halt einfach eine finale Challenge, wo, glaube ich, viele Aspekte aus dem Game nochmal aufgegriffen werden. Und es ist wirklich sehr schwer. Eins der schwersten Level aus ganz Mario, das ultimative Hüpfexamen. Man sieht hier auf jeden Fall schon, dass das ja nicht so auf Level Design gesetzt wurde, das Level, sondern wirklich auf Schwierigkeit. Und es ist auch wirklich schwer, weil man auch irgendwo sagen muss, diese Version geht sogar irgendwo noch fit. Es gibt auch einen Kometen hier, der noch um einiges schwerer wird. So, erste Challenge ist jetzt mal hier mit Yoshi und ich bin auch gerade noch als Luigi unterwegs. Ich muss mal halt nur entlang springen und den was ausweichen und mit einem Treffer ist man schon weg. Das einzige Gute ist, ja, man kann hier Sternteile holen, aber man kriegt auch noch am Anfang eins. Das hat einen Grund. Sternteile sind hier sehr wichtig. Gegner zu paralysieren wird der Way to Go sein, um das hier zu schaffen, ne? Ja, ich bin jetzt auch noch mit Luigi unterwegs. Ich glaube, von Kometen könnte man auf Mario wieder wechseln. Auch gucken, wie es kommt noch dazu. So, Yoshi, es tut mir leid, aber ich muss gehen. Also hier alle Schalter drücken, ohne von diesen Lasern getroffen zu werden. Das sollte man eigentlich am ehesten bekommen. Da müsste eigentlich nichts schief gehen. Wobei Luigi bringt es auch nicht so viel in der Galaxie. Man springt zwar hier und da ein bisschen höher. Aber ich glaube, das Rutschen ist mehr ein Nachteil als ein Vorteil. Ich glaube, so extrem schwere Sprünge sind jetzt nicht so das große Problem. Die Wolkenpassage, ja, man muss jetzt den Lasern ausweichen, aber es ist nicht so, dass man extrem wenig Wolkenblumen hat, die kommen schon relativ geschenkt hier. So, man muss halt nur das Ganze richtig machen und man sieht schon, man hat hier wirklich genug. Man kann sogar schaffen, am Ende die Passage durchzukommen und sogar noch ein paar Wolkenblumen zu haben. Also es ist wirklich irgendwo entspannt, oder zumindest sehr gut machbar. Ja, ich muss eine Wolkenblume für die nächste Passage mehr oder weniger gehabt. Das wird es auch nötig sein, die ist echt schwer. Diese Kreislaser hier, Plattformen, die halt verschwinden und diese Wirbeldinger, die ich jetzt aber nicht direkt aktivieren möchte, weil ich sonst meine Wolke verlieren würde. Ja gut, ich lese ja so durch den Treffer. Hat sich das auf jeden Fall auch erledigt. Kann ich wenigstens in Ruhe mal wirbeln und versuchen hier durchzukommen. Auch das Octorok sind ja auch hier. Oh, ich hab schon mal Schaden genommen. Ach, scheiße. Bezweifle, dass es hier in dem Level auch sowas wie Healing gibt und ich bin down und Checkpoint gibt es auch nicht. Ja, doch, es gibt einen dort. Habe ich gar nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es hier wirklich sich lohnt, auf Zeit zu spielen, weil die hören ja auch nach dreimal schießen ein wenig auf. Was war denn das gerade, hä? Ich hätte nicht irgendwie aufgehört zu schießen. Oder ob es sich mehr lohnt, einfach da durchzuballern, aber wenn sich halt die Strahlen kreuzen hier, dann hat man ein großes Problem. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, ob so schlau ist, hier versuchen, so viel zu skippen. Es war jetzt aber der richtige Way to Go. Ich verstehe nicht, warum manche die Laser verschwinden. Das wäre auf jeden Fall ein Detail, wo ich wissen müsste, weil ich das vielleicht sogar auch nutzen könnte. Und du gibst den nächsten Checkpoint. Das ist also Lasern ausweichen. Das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Genauso wie hier, weil man sich halt direkt in den Greifer hier ranziehen kann. Und das ist jetzt schon eine etwas schwere Passage. Also jetzt ein Trick. Einfach mehr oder weniger Gravitation loslassen. Unter diese Laser gehen, sich dann nach oben boosten, das ist doch sehr vorteilhaft. Oder sich einfach hier beeilen, so wäre der normale Weg, das habe ich beides mal gezeigt. Ja, hier braucht man sogar tatsächlich, weil ansonsten würde man da nicht durchkommen. Hier könnte man zum Beispiel, jetzt hat aufgehört zu greifen, den Gumba abschießen, dann wäre der zum Beispiel weg. Jetzt habe ich einen Sternteil verschwendet. Aber ich kann auch ein bisschen in die Nähe ziehen und dann direkt nach da hinten. Boah, geil! Da sind wir schon am Finale. Sehr gut, aber es gibt keinen Checkpoint mehr, leider. Hammerbrüder wurde der Bereich mehr oder weniger voll gespammt. Das ist die Kometenmünze, weil die gibt es natürlich auch noch hier. Die Fackel wird nicht irgendwie eine Münze geben. Aber der Hammerbruder, oder? Na, jetzt muss ich getroffen werden und runterfallen. Das wäre mies ärgerlich. Aber kann ich mit Luigi die Passage skippen? Nein, ich werde getroffen. Ja, ich riskiere es jetzt nicht mit dem Sprung. Ich glaube, das schaffe ich mit Luigi auch nicht mal. Die Plattform ist ein bisschen nervig, aber man kann sich trotzdem gut retten. Die steuern einen eigentlich nur nach oben. Oh, der Hammerbruder packt aber ab. Okay, zweimal schießen, dann hören die auf. Gut zu wissen. Jetzt können wir uns hier mal die Kometenmünze holen. Die ist auch geschenkt. Zwei Boomerang, aber das kriege ich schon hin. So, drei Boomerangs Bros, die ich jetzt erledigen muss. Das ist auch schon das Finale, mehr oder weniger, des Sterns. Der Hammerbruder könnte noch nerven, der da ist. Der hat ein paar Mal geworfen, aber er kommt nicht in meine Nähe. Perfekt. Das war schon. Das gibt's den Stern. Das ist die komplette Stage. Und damit haben wir den vorletzten Stern im gesamten Game.
grünen Sterne gibt es ja zum Glück nicht irgendwann in der Galaxie, also dann wäre ich komplett ausgerastet. Und wenn ich das so schaue, unter 10 Minuten diesen Stern geschafft, also das ging jetzt voll fit. Warum wird hier nicht der Stern freigeschalten? Warte mal, muss ich eine normale Mission nochmal davor machen? Ja, was ist das denn? Sollte ein Komet jetzt auftauchen? Es gibt hier ein kleines Feature und das nennt sich hier die Bank, wo man Sterneteile, ja, entspannen kann. Und ich habe, glaube ich, mal im Spieldurchlauf auch gefragt, was soll der Scheiß? Ich habe doch so meine Dinger hier immer. Ah, man kann von anderen Spieldaten das rüberziehen. Jetzt verstehe ich. Den Vorteil von der Bank. Auf jeden Fall muss man hier eben 9999 Sternteile einlagern. Dann tut man den letzten Stern freischalten. Und ich denke mir so, what the hell, was soll der Scheiß? Ich werde definitiv farmen müssen. Wir sehen uns, wenn ich die Teile gefarmt habe. Ich sollte jetzt wirklich genug Sternteile da haben. Bei Ray tut er übrigens immer so ein bisschen sein Outfit ändern. Da hat zum Beispiel auch mal eine Taucherbrille. Jetzt hat er so einen, ja, Minenhelm. Dann haben wir aber alle 9999 und dann sollte eigentlich was passieren. Oh doch, kommt einfach mit keiner Animation. Endlich diesen Kometen, ey. Was eine Act, den einfach nur zu bekommen. Und er ist nicht lohnenswert. By the way, habe ich den noch nie geschafft, weil ich irgendwann mal aufgehört habe. Aber egal, wir machen es jetzt. Großmeister der Galaxien. Was für ein Komet kann bei so einer schweren Mission gefragt sein? Es ist die komplette Galaxie nochmal machen. Bloß mit nur einem Leben. Ich habe Angst. Es wird sehr herausfordernd, es wird auch keinen Checkpoint geben, wie beim ersten Versuch. Und das sind keine Paragumas mehr, das sind neue Gegner, also die Galaxie wurde auch insgesamt schwerer gemacht. Alles Voraussetzungen, die ich gar nicht leiden kann. Ah, die kann man aber fressen. Es gibt sogar Sternteile. Boah, wichtig. Da habe ich jetzt schon mal gut ein paar Sternteile im Patch. Die sind halt wirklich sehr wichtig, auch für diese Mission. Jetzt soll ich aber aufhören, damit zu farmen. Ich kriege so mit jedem neuen Versuch ein neues Sternteil, also von dem her. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was sich überhaupt alles in der Galaxie hier verändert hat. Das werden wir auf jeden Fall sehen. Ansonsten ist es ja an sich die gleiche Galaxie, die wir gerade eben schon gespielt haben. Boah, Junge, was soll man denn da machen? Das ist mies schwer, aber der Versuch ist echt geil. Okay, wir haben die erste Passage geschafft. Kannst du sogar mit Yoshi da durchschaffen? Wird mir das jetzt viel helfen? Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich das noch nie irgendwie mal wo gesehen oder so. Also, ich weiß nicht, ob es so viel bringen wird. Ah, nee, es kommt diese Wolkenpassage dann. Wissen, dann ist Feierabend mit Yoshi leider. So, das haben wir jetzt aber gut geschafft. Front der Sternenring. Ach, ganz unten, ne? Könnte man zum Beispiel noch optimieren, dass man direkt unten ist. Auf ein Laser sollte man nicht getroffen werden. Wolkenpassage sollte eigentlich auch keine Probleme geben. Ich muss halt schauen, dass ich am Ende vielleicht die ein oder andere Wolkenblume mitnehmen, beziehungsweise Wolke halt. Generell kann man vielleicht noch sagen, dass es jetzt ein bisschen komisch ist, mit Mario wieder zu spielen, wenn ich jetzt eine lange Zeit mit Luigi gespielt habe. Ja, dann in die Sprungphysik muss ich mich gewöhnen, dass ich nicht mehr so hoch springe und dass ich Rutschen nicht gegenlenken muss. So, diese Stelle haben wir mit zwei Wolken aber geschafft. Die pennen einfach und ich mache hier gerade die Mission meines Lebens. Okay. Ja, ich kann schon einiges skippen, aber ich muss halt die Wolken auch klug einsetzen und das weiß ich halt nicht, wie ich das am besten machen soll. Ob das schlau war, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall noch eine Wolke. Warte, nein, denn ich dachte, der Laser erwischt mich nicht. Ich habe nicht aufgepasst. Okay, man kann den Laser schon gut ausweichen, gerade am Anfang so. Man muss halt nur im richtigen Rhythmus bleiben. Aber ich weiß nicht, ob ich so viele Wolken auch wirklich behalten soll. Ich muss sie einsetzen. Komm, das mache ich mal. Ich will es mir gerade in der Passage einfacher machen, weil die ist mies asozial. Ich glaube, ich habe es jetzt zum ersten Mal geschafft. Let's go. Vorletzte. Aber die war jetzt auch nicht so easy. Ganz ehrlich. So langsam wird man auch ein bisschen nervöser. Ich habe so Angst. Ey, das. Ich denke nicht, dass es der Versuch wird, aber es wäre schon geil irgendwo. Das ist ja eigentlich gut machbar. So, vielleicht ein bisschen hier. Schieß den Gumba weg. Dann habe ich keine Probleme mit dem. So, hier ist eigentlich so gemacht, dass man es machen soll. Und let's go, letzte Passage. Das kann was werden. Die letzte Passage eigentlich ohne Treffer geschafft, glaube ich. Also let's go, es muss was werden, ne? Die einfach ignorieren und nur zum Ende die drei Boomerang Bros erledigen, ne? Oh, sind aber schon viel Geschosse. Ich weiß nicht, ob es sich vielleicht doch lohnt, den einen oder anderen bis runterzuschlagen. Genau, dann hat man ein bisschen Schilder das Leben. So, jetzt einfach schnell die Mitte durch. Ich wollte einen Weitsprung machen. Das wird mein Tod sein. Hilfe! Nein! Ach Mann, ich wusste es doch. Nicht mal zum Boomerang-Bus geschafft. Es wäre so knapp gewesen. Und das war der erste Game Over. RIP. Jetzt wieder an der Stelle. Diesmal will ich auch meine Sternteile verwenden und tue jetzt mal jeden auslöschen. Einfach sicher gehen. Es muss der Versuch werden. Oh nein, es ist viel zu viel. Es ist viel zu viel. Es ist viel zu viel. Ich mache einfach YOLO. Nur noch die drei Gegner erledigen. Komm schon, es muss doch
klar gehen. Einer ist down. Nein, warum bin ich in dem gelandet? Okay, aber Bruder ist weg. Nein! Oh mein Gott, das sieht gar nicht mal so scheiße aus. Oh mein Gott, Sternring. Warum Sternring? Ich dachte, du konntest Stern. Nee, es ist vorbei. Okay, ich erinnere mich wieder. Junge, das war zu knapp. Ich habe einen Sternteil noch. Ich habe einfach geballert am Ende. Und so krass, zum ersten Mal im Game taucht einfach Rosalina auf. Aber nur am Ende. Ja, okay, außerhalb im Story-Finale. Du bist also derjenige, der alle verstreuten Sterne eingesammelt hat. Der bin ich. Und das war absolut scheiße am Ende. Ich möchte dir von ganzem Herzen dafür danken, deine Taten werden die Geschichte des Kosmos umschreiben. Das ist halt Easter Egg hier ans Kinderzimmer von der, dieses Haus bzw. Insel hat man ja in dieser, aus dem ersten Teil gekannt. Und damit haben wir hier den letzten Stern aus Super Mario Galaxy 2. Und damit haben wir jetzt das Game wirklich zu 100% abgeschlossen. Fazit zum Game habe ich ja eigentlich schon an sich gesagt, das einzige wäre jetzt noch die grünen Sterne. Waren auf jeden Fall sehr viele geile dabei. Viele waren natürlich, ja, gerade gegen Ende ein bisschen blöd, nur reingebaut, weil es halt Sterne, überall grüne Sterne geben sollte. Ich glaube, hätten die Entwickler da bei manchen grünen Sternen einfach darauf verzichtet und wirklich nur kreative eingebaut, hätte es um einiges besser werden können. Aber eine Sache ist neu, nämlich ist jetzt Rosalina auch an Bord des Schiffes. Und sie sagt einfach nur eine einzige Sache, ich möchte dir meinen Dank aussprechen. Dafür habe ich die ganze Scheiße gemacht. Man kann aber auf sie springen, genauso wie in Galaxy 1, wenigstens etwas. Ja, das soll es aber dann mit diesem Projekt gewesen sein. Allen in allen war es trotzdem ein sehr, sehr cooles Projekt. Mir hat es echt gefallen, das Game mal wieder zu spielen. Das soll es aber dann an dieser Stelle gewesen sein. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.